Yoshi, oder was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video und diesem nicht ganz so wunderbaren Tage. Mit dabei ist heute lieber SK. 50-50 machen? Ja, wir spielen nämlich heute eine Runde 50-50, wenn ich du wäre. Tobi, ich habe mir ein paar richtig asoziale Aufgaben ausgedacht. Und ich würde sagen, du wusstest doch noch gar nicht, dass wir das spielen. Also machst ich du dachte, die ganze wir Zeit abends nichts anderes und denkst dir Aufgaben für, wenn ich du wäre? Also herzlich willkommen zu Wenn ich du wäre. Und zwar ist das eine Fernsehshow, in der wir beiden uns Aufgaben stellen Tobi, und der andere ist muss diese Aufgaben ist lösen. Eine YouTube-Show, wenn wir diese Aufgaben nicht lösen, dann bekommt der andere einen Strafpunkt. Wenn wir diese Aufgabe dennoch lösen, kann man selbst ein Wenn ich du wäre starten. Und das Format ist nicht gestohlen von Joko und Klaas, sondern wer hat das ins Leben gerufen? Sebastian aka Rebenside. Tobi, wenn ich du wäre, Tobi, würde ich mit mir erstmal ganz entspannt hier in Wailing Woods landen. Okay. Ja, wir fangen ganz leger an, Digga, Da, wo quasi alle Blauen jetzt gerade runtergehen und wir als Letzter hingehen. Glaube ich nicht. Ach so, wie sind die Blauen? Okay, Tobi, also man ist immer Team Blau. Man ist immer Team Blau. Ja. Wenn ich du wäre, ich habe mich ja vorbereitet. Ich mache gerade meinen Zettel hier auf. So, mein Block. Gut, dann stell mir eine Aufgabe. Wenn ich du wäre, würde ich mir die erste Waffe geben, die du findest. Okay, hier ist eine grüne AR für dich. Danke, Mann. Richtig unreif. Ich sag so, hey, wenn ich du wäre, würde ich mit zu mir kommen. Okay, cool. Wenn ich du wäre, würde ich mir direkt die erste Waffe geben, die ich finde. Die AR, die ist aber geil. Richtiger Penner, Alter. Nee, direkt so krank asozial. Tobi, wenn ich du wäre, würde ich auf jeden Fall jedes Jagdgewehr, jedes Sniper oder ähnliches mir auf jeden Fall überlassen. Okay, das verstehe ich. Nee, wenn ich du wäre, würde ich jetzt kurz in Google gucken und ein ganz kurzes Gedicht von irgendwem aufsagen. Ein Blatt aus sommerlichen Tagen, ich nahm es so im Wandern mit. Auf eins möge mir sagen, wie laut die Nachtigall geschlagen, wie grün der Wald, den ich durchschritt. Einer ist not. Er hat's gehört, hat sich direkt umgebracht. Ich hatte außerdem den Voice-Chat an, weißt du? Und er hat sich direkt umgebracht. Er konnte es nicht handeln, Digga. Er hat sich direkt umgebracht. Dieses Timing, du sagst es einfach auf. Ich habe jetzt kein Gedicht mehr vorgelesen, Jungs. Revi? Tobi, wenn ich du wäre, würde ich ganz kurz einen kleinen 16er kicken, wie geil Revi doch ist, mit einem richtig wacken Beat drunter. Okay. Ey, yo, Revi, du bist der coolste von allen. Wenn ich in Fortnite bin, dann muss ich fallen. Und denn du bist aber der krasseste von uns beiden. Wir werden es den Gegnern zeigen. Denn du bist der heftigste im Business. Ich weiß nicht, was wir machen, besser als Jizzes. Mein Track ist einfach krass. Baby, du machst die ganzen Weiber nass, genau. Yeah, okay. Eine mach ich noch, okay? Eine mach ich noch. Okay. Baby, du bist so krass im YouTube-Business. Die ganzen Leute sind krass am... Links von uns Gegner. Wenn ich du... Komm, wir fliegen erstmal diesem Gegner hinterher. Links auch noch... Ah, da sind so viele. Links auch noch 5 oder so. Ist hier. Unter uns. Hier links ist wieder einer, links. Also da hast du jetzt mir einfach... Nicht gestealt. Nee, die ganzen Hits davor, die... Achso, die meinst du? Die werden einfach ignoriert. Gegner vor mir? Wenn ich du wäre, würde ich den Gegner jetzt töten. Stabiler 19er Schaden mit der Shotgun, man kennt ihn. Stabiler Typ auf alle Fälle. Von Berg sieht aus, direkt oben bei diesem Holzhaus ist gleich. Ich weiß ja nicht, was mit ihm hier war, aber... Hast du gehört? Was denn? Der ist hier links, Klausitz. Er hat übelst Hit kassiert. Brauchst du Hilfe, oder? Also... Nee, ich mach den jetzt einfach schnell weg. Ich bin angeschossen. Der hat sich irgendwo ein Mate hochgewartet, weil ich muss den da runterschießen. Oh, hinter diesem Mate, Gegner! Ich hab ja einen richtig low geschossen. Der ist low! Hör ich am anderen gedacht? Oh, hier sind die Gegner. Tobi, ich bin down, er wird mich finden. Tobi! Du Digga, Lappen, ich, Alter. Ich greife hier zwei Gegner an. Du Lappen, Junge. Ey, du Noob, Digga. Warum bleibst du denn nicht bei mir, Alter? Wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt umbringen. Na, ich bin dran. Wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt umbringen. Okay, habe ich gemacht. Mann, fuck mich ab. Raus, nächste Runde. Wenn ich du wäre, würde ich in dieser Round keine Rifles hernehmen. Also keine AR und sowas. Keine AR. Okay. Scoped AR? Nein, keine Scoped. Nee, ist eine AR. Gut, dann würde ich, wenn ich du wäre, in dieser Runde gar keine Shotgun spielen, mein Freund. Was ist wohl der größere Abfall? AR. Lass direkt in die Zone, Nalona. Geh mit denen nirgends hin. Du kannst mit deinen Mates in die Zone gehen, aber nicht mit mir. Ja, ich weiß, hast du überhaupt nicht. Kannst du vielleicht die Fresse halten, das wäre super. Okay, wenn ich du wäre, würde ich jetzt einmal für eine Sekunde einen schönen Tanz machen für mich. Einfach
Also nicht im echten Leben, sondern wirklich in Fortnite. Das ist quasi wieder nettes, wenn ich du wäre. Das war länger als eine Sekunde, du hast nicht bestanden. Das war nämlich der Trick der Sache. Der Trick du bist der runtergefallen, Sache. Karma. Der Trick der Sache. Tobi, wenn ich du wäre, würde ich jetzt den nächstbesten Teammate einfach runterschießen und ihn auslachen. Aber ich hab dir doch gerade geholfen. Auf Bann, Tobi. Okay, weißt du was? Was denn? Du willst auf Bann spielen? Wir spielen auf Bann. Ich sag dir, wenn ich du wäre, würde ich mir Hex runterladen. Wenn ich du wäre, würde ich mir Hex runterladen. Nein, das hab ich gerade schon gesagt. Nee, aber du hast ja nicht hergenommen. Aber Tobi, man sagt so schön wie bei, wenn ich du wäre, wer den anderen hat's gelogen, den anderen hat's betrogen. Ach so. Tja. Wie hast du eine Rifle? Hab ich nicht. Was hast du für Waffen? Ich hab diese kleinen Piss-MP5s, Alter. Findest du lustig, ne? Die darf ich übrigens auch spielen auf Close Range, du Idiot. Haha. Wenn ich du wäre. Aber ich hab die liegen lassen, nicht Idiot. Wenn ich du wäre, würde ich keine andere Waffe außer AR spielen. Ja, was denn? was denn? Da war es aber auch nicht so. Wenn ich du wäre, komm her, würde ich nur mit der hier spielen. Nur. Ja, nur? Ey. Was nur? Ich habe eine Rifle. Digga, Tobi, okay, komm. Wir spielen auf Bann. Oh. Eine Shotgun. Aber du musst eh bloß mit der einen spielen. Meine Tränke. Ey, die Shotgun darf ich schon benutzen. Nein. Oh, jetzt geht's ab. Oh, Jungs, das Scheiße auf die Range, Alter. Digga, du kannst auf Range nicht passen. Da hittet gar nichts. Oh, ich hätte was. Digga, wenn es ein Siegel wäre, okay. Aber das ist einfach nur. Oh! Was war das denn? Das Ding ist. Komm. Das Teil ist so langsam auf mich geflogen. Ja, Mann. Vor mir. Wo? Hallo? Er hat sich teleportiert. Ja, lol! Da bist du. Okay, der ist low, komm, der ist low, der ist low. Guck mal, du gibst mir so eine Aufgabe, ich geb dir so eine Aufgabe. Das ist immer, du denkst immer, du kannst mich damit treffen. Aber nein. Ich hab noch mal Geld, Tobi, ich hab noch mal Geld. Komm, wir müssen den jetzt holen. Tobi, helf mir mal bitte. Ja, ich bin gleich tot. Digga, wir pushen gerade komplett in die Gegner, wie du misst es. Wie bei mir. Ich bin gleich tot. Hab ihn down. Oh mein Gott. Da ist noch einer. Ich muss nachladen. Hab einen knocked. Oh Gott, wir sind gerade so Pros. Aua, ich bin tot. Hey, was soll ich denn machen, Alter, mit einer f***ing Pistole? Wieso spielst du auch nur Pistole, du Idiot? Nee. Digga, er kriegt einen 100er Shot, Alter! Wieso hast du mit Shotgun gespielt? Junge, weil ich musste! Weil es nicht anders geht mit dieser scheiß Piste, Digga! Überleg mal, Piste gegen AR, das ist so behindert, Digga! Mit der AR kannst du wenigstens was machen, Alter! Mit einer goldenen Piste kann man nichts tun, Affe! Nochmal, mein Gott, ich habe ja auch mehr genockt als du, deswegen... Ja, Junge, weil du eine scheiß AR zur Möglichkeit hattest, Alter! Ich hatte eine goldene Pump und durfte nicht nutzen, dich ins Knie, Mann! Hätte... Und ich treffe mit einer goldenen Shotgun! Alle Schüsse und er geht nicht down, alle! Ja, aber das ist ja dann nicht mein Bier. Tobi, wenn ich du wäre, spielen wir jetzt Team und gehen nach Salty und haben eine gute Zeit. Wenn ich du wäre, spiele ich jetzt gar nichts mit dir hey, als Team. Hey, Tobi. Wenn ich du wäre, würde ich keine Kiste looten, sondern nur die Waffen aufheben, die auf dem Boden sind. Du bist das. Ja, ist mein Ernst. Mann, Alter. Ja, nimm dir die Sachen da hinten. Nimm sie dir halt, du Wichtkind. Wer? So unnötig. Ach, halt die Fresse, Alter. Ja, ich hab nur gefragt, wer. Junge, halt's Maul, Mann! Das ist so unnötig, Digga! Kein Grund, mich zu beleidigen. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt Pistol auch nicht spielen. F*** dich ins Knie. Ich hab keine Pistol. Ja, selber schuld. Außerdem hatte ich das davor schon gesagt mit der Pistol. Du kannst dir nicht die Regeln so denken, wie du das willst. Doch, kann ich. Vor mir sind zwei Gegner. Aber die sind so viele. Ey, schon wieder steht mir jemand den scheiß verf***ten Kill, Alter. Da ist einer ultra-low. Hinter der Scheune hier. Ey, schon wieder, Mann! Überall! Alter, hier sind übel viele Gegner. Nein! War ein Head bekommen hier hinten, 120. Digga! Hallo! Da sage ich jetzt mal nichts dazu. Alter, habe ich den hingerichtet. Okay, wir können ja wieder, wenn. Junge, wir haben gerade drei Mates wieder Kills geklaut. Echt jetzt? Ja. Wer? Ja, unsere Teammates! Ja, Digga, guck mal, wir sind hier 50. Nee, 30 Leute. Ist doch klar, dass hier irgendjemand den Kill klaut. Komm, der ist ultra laut rechts. Ich habe den extra 60. Ich wusste, dass du aushaftst, wenn du killst. Der auf dem Berg oben da hat ultra kassiert. Warte, hat sich der gerade eingebaut da vorne? Ja, warte, ich zieh hier hin. Ah
Ah, ne, wir sind volles Team. Nee, ohne. Mein Team. Haben der lootet ja einfach den Typen. Der Erlin. West-Wien. Alter, fetzt voll hier, ne? Okay, kommen wir hier lang. Diese Metallfestung, siehst du die? Wenn wir die pushen? Ja, komm. Metallfestung fliegt aus in die Luft, warte. Ist ja gar keiner drin. Aber hier vorne war noch jemand, warte. Ich hol mir den. Da ist er vor mir. Ey, schon wieder, Alter. Ich hab ihn nicht gezielt. Ich hab extra nicht geschossen. Oh, da vorne Gegner, 75. Er hat 2 Hits. 3 Hits. Hab ihn knockt. Da ist noch einer, da ist noch einer. Warte, ich C4, ja? Wo ist der? Über uns immer noch. Knockt. Hier ist gleich noch einer. Okay, wir sind eigentlich gut unterwegs. 8 Gegner nur noch. Wir gewinnen das. Tobi? Ja? Wenn ich du wäre, würde ich mir jetzt eine riesige Treppe nach oben bauen und mich selber umbringen. Halt dein Maul, nein. Tobi, wenn ich du Liga, wäre. Digga, weißt du was? Ich schieß dich sogar runter. Weißt du was? Du bist der ehrenloseste Bastard, den Bau ich kenne. Bau deine Treppe. Du... Weißt du was? Reicht dir die Treppe so, Herr Sebastian? Alter. Du bist so ein ehrenloser Bastard. Ich hasse dich so abgrundtief. Weißt du was? Du kannst mich sowas von am Arsch lecken. Weißt hey, du, ich stehe um 10 Uhr morgens hier auf und nehme mit dir dieses Scheiß-Video auf. Du machst es anders. Ich hab die Runde gewonnen. Halt dich. Oh oh. Ja gut, Leute. Das war's dann wohl von einer weiteren Runde, wenn ich du wäre. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut gerne bei Tobi vorbei. Macht's gut, hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Möchtest du noch was sagen, oder? Du kannst mich am Arsch lecken. Okay, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, Leute.